Ich muss Lieferfahrten für Kunden übernehmen, Tag ein, Tag aus. Was auch immer ich transportiere, es muss rechtzeitig und mit der richtigen Temperatur ausgeliefert werden. Keine Ausflüchte. Um dies zu schaffen, benötige ich einen benutzerfreundlichen Regler. Und wenn etwas schief läuft, muss ich wissen, was ich zu tun habe. Es kann sich um eine Kleinigkeit handeln, die bis zur nächsten Wartung warten kann. Oder ich muss mich beim nächsten Händler anmelden. Wenn ich die Kontrolle habe, bin ich auf der Gewinnerseite. Der unterbrechungsfreie Betrieb einer großen Flotte auf der Straße ist keine einfache Aufgabe. Für mich sind Ausfallzeiten gleichbedeutend mit Verlustzeiten und Verlustzeiten mit verlorenen Gewinnen. Ich benötige also ein Gerät, das nicht nur die Ladung schützt, sondern diese Arbeit auch rund um die Uhr an 7 Tagen in der Woche leisten kann. Zuverlässigkeit und Haltbarkeit sind unabdingbare Voraussetzungen. Und wenn es dann doch in die Wartung geht, ob geplant oder nicht, möchte ich ein Händlernetzwerk, auf das ich mich verlassen kann. Wenn ich mich auf das Gerät und die gebotene Unterstützung verlassen kann, bin ich auf der Gewinnerseite. Ich muss mit einer großen Flotte umgehen, die permanent unterwegs ist. Unsere Sattelauflieger können sich im Fahrzeughof draußen oder 2000 Kilometer weit weg befinden. Ich muss genau wissen, wo sich jede Ladung befindet und ob sie im Zeitplan liegt. Ich bin absolut von einer leistungsfähigen Telematiklösung abhängig. Oft handelt es sich um Ladungen mit hohem Wert. Ich benötige also Alarmmeldungen bei einem nicht genehmigten Zugriff oder technischen Problemen. Durch die Telematikanbindung bin ich auf der Gewinnerseite. Die Margen in dieser Branche sind gering. Investitionsgüter wie ein Kühlgerät müssen sich bezahlt machen. Wenn ich mit einer Entscheidung meine Kraftstoffkosten um 10-20% senken kann, bin ich auf der Gewinnerseite. Wir haben unseren Kundenstamm durch die kontinuierliche Lieferung von Ladung im Top-Zustand aufgebaut. Ein niedriges Treibhauspotenzial, geringe Emissionen und ein niedriger Geräuschpegel sind Beweis genug, dass wir uns darum kümmern. Diese Formel bringt den Erfolg.